J'ai voté pour la première fois à 18 ans. Knapp 20 Jahre alt. 18 Jahren. À 18 ans, da war ich gerade 18 Jahre alt. Ich durfte 2017 das allererste Mal wählen. Da war ich knapp 20 Jahre alt und ich habe noch sehr, sehr gute Erinnerungen daran. Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ich kann aktiv an der Demokratie, an der Politik in Deutschland mitentscheiden. À 18 ans, c'était pour les élections présidentielles de 2017 et j'étais vraiment hyper fière parce que ma mère, quand elle allait voter, elle m'amenait avec elle dans l'isoloir. Et là, c'était pour la première fois l'occasion pour moi d'exercer mes droits de citoyenne. Das war mit 18 Jahren und das war der Deutsche Bundestag. Und das war eine coole Erfahrung, weil ich zum ersten Mal die wählen konnte, die die Regeln für mich machen. Und da ist es gut mitzusprechen. Moi, j'ai voté après avoir commencé à militer, parce que j'ai adhéré au Parti Socialiste à 15 ans et c'est ensuite à 18 ans que j'ai voté aux élections municipales à Montgeron, dans ma ville en Essonne. Als ich das erste Mal wählen gegangen bin, war das für mich total aufregend, weil ich mich schon als Jugendliche immer sehr für Politik interessiert habe und wahnsinnig viel sehr ungerecht fand. Die Klimakrise, die zunehmende Ungleichheit, die Armut, das hat mich wahnsinnig aufgeregt und es hat mich sehr lange sehr wütend gemacht, dass ich nicht wählen durfte. Und als ich dann 18 wurde und zum ersten Mal wählen durfte, war das für mich ein ganz besonderer Moment, wählen zu gehen. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass wählen gehen alleine eben nicht reicht. Wenn man wirklich was verändern will, dann muss man sich eben auch aktiv einbringen.